Hallo zusammen, ich bin der Sebo und seit einem halben Jahr mit meinem Motorrad, einer Honda CRF 250 L unterwegs. Das ist Frieda. Wir haben jetzt 17.000 Kilometer auf dem Buckel und dabei hatte ich diese Thermarest Trail Pro L dabei gehabt. Ich sage gerne ein paar Sachen dazu und möchte euch darauf hinweisen, dass ich mit dem Produkt leider nicht zufrieden bin. Jetzt schon mal als kleiner Spoiler. Warum, wieso, weshalb? Ich habe mich für dieses Produkt entschieden. Warum? Es ist bequem. Und ja, es ist bequem. Es ist tatsächlich sehr gemütlich darauf zu liegen und recht komfortabel. Nachteil ist, es ist relativ groß von den Packmaßen. Meine neue Luftmatratze. Meine alte Luftmatratze. Ein riesiger Unterschied. Wie habe ich die Luftmatratze transportiert? Ich habe ein Moskomoto Reckless 80 Liter System und in einer der Seitentaschen hatte ich das Thermarest Trail Pro L. Erstmal, der Packsack ist cool, man kann das schön hier zusammenzurren, das Ganze. Man kriegt dann auch ein kleines Packmaß zusammen und dann geht es gerade so in die Seitentasche rein des Moskomotos. So sieht die gute aus. Das Schöne ist, ich mache dieses super mega Hightech-Ventil auf, weil ich es mir am Anfang ein bisschen Kopfzerbrechen verpasst hat, bereitet hat. Denn das sieht alles so ein bisschen sehr fragil aus und wenn man das auseinanderreißt, dann wird die ganze Matratze im Eimer. Deswegen hatte ich das nochmal als Ersatzteil dabei. Habe ich jetzt aber gar nicht gebraucht, denn sie hat sich auch so unnütz gemacht. Warum habe ich mich dafür entschieden? Grundsätzlich, wir haben hier so Schaumstoffelemente mit drin. Das bedeutet, wenn sie die Luft verlieren sollte und ein Loch drin ist, da liege ich nicht auf dem Boden und habe immer noch einen gewissen Kälteschutz und mein Körper saugt nicht die Kälte des Bodens auf. Naja, so sieht sie aus. Ich puste sie mal auf. Seht ihr diese einzelnen Abteile, die wahrscheinlich sehr angeschweißt sind. Und oben haben sich eins, zwei, ich glaube drei, haben sich schon aufgelöst. Und wenn ich da drauf liege, höre ich, wie sich das hier so langsam weiter auseinanderreißt. Das ist scheiße, Thermarest. Das ist richtig scheiße. Vermutungen meinerseits. Diese Thermarest war die ganze Zeit in meiner Seitentasche vom Motorrad, wenn ich gefahren bin und es war schweineheiß gewesen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass durch die intensive Sonneneinstrahlung und die Hitze sich das hier einfach aufgelöst hat. Der Kleber oder wie auch immer das verschweißt ist. Das mag sein. Nichtsdestotrotz ist das eine Luftmatratze für, ich glaube, 150 Euro, was schweineteuer ist für ein bisschen Kunststoff in den verschiedensten Varianten. Die ist gut verarbeitet, das ist nicht das Thema. Ich habe sie auch mal sauber gemacht und so, das heißt, sie war auch schon mal gut angeschwitzt. Die ist gut verarbeitet, aber das geht gar nicht, Thermarest. Das geht gar nicht. Das ist scheiße für 150 Euro. Ich habe Thermarest eine E-Mail geschickt und sie gefragt, ob sie mir die ersetzen möchten, denn sie haben eine lebenslange Garantie auf die Produkte. Ein paar Sachen sind ausgeschlossen, aber tendenziell müsste sowas abgedeckt sein. Und Thermarest hat mir darauf geschrieben, wenn ich eine Werbepartnerschaft mit ihnen eingehen möchte, dann soll ich mich an diese E-Mail-Adresse wenden, aber ansonsten helfen sie mir nicht. Ja, das heißt, ich müsste jetzt nach Deutschland zurück, was natürlich Schwachsinn ist, bei einer längeren Reise. Und das dort abgeben, das wird dann eingeschickt und dann wird es möglicherweise repariert. Und dann muss es zurückgeschickt werden an meinen Händler und dann zu mir. Das ist nicht praktikabel, wenn man unterwegs ist. So, normalerweise würde ich sagen, scheiß drauf, das Ding wird jetzt weggeschmissen. Aber 150 Euro wegschmeißen für ein Produkt, was tendenziell doch halten sollte in meinem Leben noch, mache ich nicht. Ich werde sie jetzt zusammenpacken und ich habe mir einen Karton besorgt und werde sie in die Heimat schicken. Und wenn ich dann wieder in Deutschland bin, werde ich sie an meinen Händler geben und der darf sie dann Thermarest schicken. So viel zu dem Thema. Leider keine Empfehlung. Sehr, sehr, sehr schade. El Pozo, El Pozo, El Pozo.
Ersatzventil nicht gebraucht. Und ab geht die Post.